Rachel ist back! Gleich wieder zurück zu Spelunky. Und ich versuche jetzt einfach aus. Dieser Typ ist ätzend. War mir jetzt egal. Ich wäre da eh nicht mehr durchgekommen. Teleportationstypen sind wahrscheinlich fast die ätzendsten Gegner. Aber au. Ey Klaus, ich würde auch noch aufmüpfig. Was soll denn das? Es werden hier alle aggro auf mich. Hey du, Skorpion. Hüpf. Sprengung. Vollidiot. Und nächste Ebene. Jetzt haben wir aber Anubis nicht getroffen. Das könnte zum Problem werden. Denn wie ich im letzten Part festgestellt habe, ist es ja besser, den Stab von Anubis zu nehmen. Dann kommt man da durch wie Butter von Mutter. Ja, bester Reim aller Zeiten. Der war auch wieder so kreativ. Da sollte ich schon eine Auszeichnung für bekommen. Ja, ja, ja. So ist das. Eine Auszeichnung für einen schlechten Reim. Oh, ich muss meinen Mobs doch nicht einfach opfern. Da opfere ich lieber eine hässliche Vase. Huh. Okay, anscheinend war die Pfeifhalle eh schon aktiviert. Ja, lieber Sicherheit als nicht. Im letzten Part ist unser Seil verbrannt und da sind wir elendig am Lavarand, am Lavaboden krepiert. Gibt auch Schöneres, aber naja, was sollen wir machen? Wenn man nur mal so eine Bestimmung hat, kann man dagegen nicht viel tun. Wupp. Und wir sind gleich wieder bei Olmec. Ja, den können wir den Part ja gleich beenden. Ich glaube, das war schon wieder. Manchmal sind die Ebenen echt zu seinem Gunsten und manchmal gar nicht. So wie die heiligen Pappnasen. Ich will diesen Rubin haben. Wenn es irgendwas gibt, was ich haben will, ist es dieser Rubin. Okay, müssen wir wieder im Weg sprengen. Wupp. Pouts. Pouts, pouts, pouts. Pouts. Oh, das ist ziemlich gut. Das ist ein bisschen schräg. Und der Typ macht mir Angst. Der Typ macht mir wirklich Angst. So, jetzt hätten wir schon mal einen Weg zu Olmec. Müssen wir den ollen Holzkopf bloß noch hierher bekommen. Hüpp. Vielleicht noch da und da ein Seil. Just for the safety. Wir springen einfach ins Loch. Danke. Kann ich einfach sterben. Wäre ganz nett von ihm. Geht doch. So, komm noch ein bisschen her. Hüpp. Hüpp. Oh nein! Ich bin noch gesprungen. Was will das Spiel denn von mir? Oh nee. Das war einmal nichts. Ach, 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 ach. Immer diese doofen Fails. Ich bin eigentlich in das Loch an der Seite gesprungen, damit ich halt da Olmec hinlocken kann. Aber nein, das Spiel will einfach nicht, dass ich gewinne. Das Spiel will es einfach nicht. Da ist Anubis. Das könnte ein kleines Problem werden. Dong. Oh. Ja, okay, das war ein Problem. Aber es hat sich schon von alleine beendet. Indem es mich einfach umgebracht hat. Hüpp. Hüpp. Und Bomben werfen. Hüpp. Nein. Nein, 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 nein. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Okay. Das, da konnte ich nichts mehr machen. Das war ein hoffnungsloser Fall. Ja, was ist denn mit der Ebene? Ich höre keine Gebete. Wäre schön, wenn sie mich anbeten, aber nein. Beten die so eine olle Trulla an. Anstatt mich. Den Brüd. Ja, geil. Anstatt sie mich anbeten, den grünen Ninja auf Doom oder so ein Mist. Wenn man einen Doom an etwas ranhängt, klingt es immer cooler. Das habe ich von einem Kumpel gelernt. Und das stimmt auch. Ich meine, wenn ihr Doom sagt, ist ja auch, Doom ist ein cooles Spiel. Also, wenn ihr an irgendwas Doom ranhängt, klingt es automatisch cooler. Oh, danke, Pfeifhalle. Sowas finde ich zum Beispiel sozial. Anstatt mich abzuknallen, einfach mal einen Gegner abzuknallen. Das gefällt mir. Wir locken Anubis mal zu mir. Killen ihn einfach. Dong. Ui. Der ist ja weggeflogen. Aber da kommt er auch schon wieder angekrochen. Mit deinen 3 Millionen Sixpack. Los, komm hierher, Anubis.
Feiner Anubis. Stong. Und das war wieder weg. Und da kommt so ein Feuertyp, der natürlich unbesiegbar ist. Wäre ja auch komisch, wenn nicht. Wäre ja langweilig, wa? So, schon 3 Hits. Fehlt nur noch der 4. Ui. Wow, der Feuermensch verletzt einfach so Anubis. Also wenn ich Anubis wäre, wäre ich ausgerastet. Aber man kann ihn ja nicht töten, deswegen. Und Toad. Toad. Jetzt bloß kein... Das waren einfach 2 in einem. Das waren einfach 2 der Dinger in einem. Oh, pass doch einfach mal auf. Pass doch einfach mal auf, du Dummi. Dummi, Dummi, Dumm, Dumm. Keine Ahnung. Also, ich bin merklich angenervt. Also, bemerklich. Das macht eigentlich schon wieder keinen Sinn. Sobald man in der Ecke steht und Anubis einer, also Anubis unter ihm ist und einen fast erreichen kann, kann man es eigentlich schon wieder vergessen. Aber naja, so ist das halt in Spelunky. Da hat man nicht wirklich viele Chancen. Vielleicht können wir Anubis so treffen. Nein, das war schon mal nicht so erfolgreich. Vielleicht so? Yep, das war schon mehr erfolgreich. Und nochmal. Und schon haben wir das Zepter. Brauchen wir bloß noch ein paar Böckchen mit Bomben. Und schon ist alles perfekt. Die sehen ohne Kopf oder ohne Gesicht ein bisschen gruselig aus, die Dinger. Hallo, sind da Bomben drin? Bitte sag ja, das wäre ziemlich nice. Schön, da sind Bomben drin. Also, es gibt auch nette Boxen in diesem Spiel. Bang. Oh, Mist. Die Nase auf Doom ist so ätzend, ey. Wie schon gesagt. Nase ist echt anstrengend. Man braucht die doch nicht. Ich meine, man atmet ja nur durch die Nase. Sonst macht man mit der ja nichts. Die Nase ist voll unnötig. Wer braucht denn sowas? Ich frage mich, ob Leute ohne Nase auch eine Erkältung haben können. Das ist ja die dümmste Frage, die man stellen kann. Aber naja. Ist mal interessant zu wissen. Können Leute ohne Nase auch eine Erkältung haben? Und wenn ja, was passiert denn bei denen? Yeah, Self-Kill! Wir hätten wahrscheinlich ihn einfach ignorieren sollen. Aber naja, ich bin halt ich, wa? Der Typ, der durch den Fail beim letzten Endgänger stirbt, den er eigentlich machen sollte. Das bin ich halt. Ja, so bin ich. Können die sich nicht irgendwie gegenseitig töten oder so? Wenn ich jetzt da so runter... Nein, schade. Wäre ja auch zu schön gewesen. Und rennen! Rennen wie ein Weltmeister! Die killt mich. Nein, doch nicht. Ich lebe noch. Die killt mich aber. Nicht. Weil ich der Pro bin. Aha. Schlechter Käfer. Bounce. Combo Breaker. Wo ich gar kein Combo gemacht habe mit irgendwas. Lassen wir das einfach. Ich sage Combo Breaker, habe ich auch irgendeine Combo gebreakt. Die Kombi im Sacken. Die Combo einfach alles zu ausschütten. Die Combo im Failen einfach. Ich bin der beste Failer, wenn es um Combos geht. Ich habe die größte Fail-Combo aller Zeiten aufgestellt. Voll mit meinem Glück. Da stelle ich wahrscheinlich jede Combo einfach auf. Oh yeah. Tropfende Nasen sind so geil, Alter. Das wünsche ich jedem von euch, eine tropfende Nase. Die ist so nice und die lasse ich einfach killen. Denn die Ebene hat eh nicht wirklich einen Sinn. Getötet 1. Wow, ich habe einen Gegner umgebracht. Respekt und ein Fallschirm. Den brauchen wir auch richtig doll. Weil ein Fallschirm ist das Must-Have in Spelunky. Ohne einen Fallschirm geht hier gar nichts. Und diese Dinger kommen mir gefährlich nach. Na komm noch ein bisschen her. Komm noch ein bisschen her, Anubis. Komm. Na komm. Na komm, hier fein. Ja, feiner Anubis. Ja, ganz fein. So ist eigentlich immer ganz praktisch, wenn so eine Falle direkt für Anubis steht. Und die einfach umbringt. Und Anubis hat einen Ankh um. Und war klar. Heißt eigentlich, dass Anubis jetzt eigentlich auch 2-mal leben müsste? Auch eine gute Frage.
Wenn der Lubez einen Arm oben hat, gibt er dann eigentlich auch zwei. Oh! Verdammte Pfeilfallen! Die sind so ätzend, warum hätten die nicht einfach rauslassen können? Komm, kill mich, danke! Das sind immer so aussichtslose Wege. Wo einfach ein Teleportationstyp, eine Kobra und Anubis steht. Da kann man meistens nicht mehr viel machen. Außer halt sterben. Ist ja auch meistens die beste Möglichkeit. Und ja, ich habe wieder richtig viel Glück. Ey, diese Typen finden aber auch immer einen Weg zu dir. Teleportieren sich die ganze Zeit weg. Aber sind auch immer bei dir. Wenn sie sich irgendwo festbacken, sind sie gleich danach bei dir. Und die Ebene kann ich eigentlich schon wieder gleich aufgeben. Das heißt, ich kann mit dem... Oh. Wollte mal gucken, ob ich mit dem Holz vielleicht den Mumienhaini da wegbrennen kann, aber nee. Wäre zu schön gewesen. Bam. First Bomb hittet. Huh. Oh. Und noch eine. Und schon haben wir das Scepter. Da spielt irgendjemand ein Spiel, das ist sehr interessant. Kann man das eigentlich sehen in der Aufnahme? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob man sowas sehen kann. Also Mysterium. Dieser dumme Stein, ey. Ich hätte nie gedacht, dass mir ein Stein so auf die Nerven geht. Ich hätte nie gedacht, dass mir... Ja, schön, dass du immer noch das Spiel spielst. Ich hätte nie gedacht, dass mir ein Spiel so auf die Nerven geht. Seit wann sind die Ebenen denn alle so ultra anstrengend? Die platzieren diese Pfeilfallen immer so, dass man da gar nicht durch kann. Ich bin gerade ein bisschen genervt. Da macht es mir dann schon ein bisschen mehr Spaß, von der ersten Ebene aus anzufangen. Da komme ich wenigstens in die zweite Ebene, ohne gleich abzunippeln. Ich will auch einfach diesen komischen Goldhain da fertig machen. Staut sich einfach immer mehr Wut auf. Die lasse ich dann alles an dem Heini aus. Der mir hier den dummen Weg beschert. Und da ist ein Charakter, den hole ich mir natürlich erstmal. Dong. Hallo, wer sind Sie denn? Mexikaner, schicki. Hallo, Mexikaner. Ich glaube nicht, dass sie viel machen. Sie sterben wahrscheinlich gleich an der Stachelfalle. Oder daran. Keine Ahnung. Aber wenigstens kann ich dann mit dem die Fallen entschärfen. Wenigstens überhaupt was Gutes. Hallo, ich stehe hinter dir. Kommt halt Klaus und hilft mir. Na komm. Dong. Habe ich vergessen. Aber wir haben Mexikaner, das ist doch wenigstens Fortschritt. Dafür müsste es so eine Schief mitgeben. Mexican Trouble oder irgendwie sowas. Das weiß ich, warum es ausgerechnet für den Mexikaner eine Schief mitgeben sollte. Sollte es aber geben. Und ich bin auf den Teleportationstyp gesprungen. Yay, das wird uns auch ein Achievement geben. Oder sie sollten mal ein Achievement machen, wo man einfach ein Achievement dafür bekommt, dass man 1000 Mal gestorben ist oder so. Das wäre auch was Schönes. Oh, ey. Schade, dass niemand anderes Spelunky spielt. Dann könnte ich ihn gleich schreiben. Haha, du Henna. Und Anubis ist aus irgendeinem Grund gestorben. Da liegt ein Zepter. Zepter von Tod und Leben. Knack. Soll jetzt eigentlich die Mumie töten, aber. Nein! Mann! Jetzt will ich das Spiel selbst umbringen. Die hassen mich alle. Ich versuch sogar das Spiel mich loszuwerden, ey. Ich glaube, es wird nicht mehr. Wisst ihr was? Was soll das? Jetzt echt mal. Hirngeschädigt. Ja, ich bin hirngeschädigt, das weiß ich. Aber trotzdem könnt ihr mir das doch nicht einfach so antun. Mich hier in dieser komischen Knorke-Kackebene verrotten lassen. Und das mit einer Erkältung. Schlimmer geht's ja nicht mehr. Ich glaube, ich reg mich gerade ein bisschen zu viel auf, aber ich weiß halt auch nicht, worüber ich reden soll, wenn ich die ganze Zeit nur verkacke. Das ist so ein bisschen mein Problem. Worüber soll ich jetzt reden? Hä? Niemanden interessiert, wenn ich jetzt sage, ja, ich verkacke gerade. Weil das seht ihr ja. So, erste Ebene geschafft. Das ist ja auch immer so schwer, die erste Ebene. Ist ja nicht so, als kämen da noch zwei, nein.
Es gibt nur eine Ebene. Die anderen sind nur so eine Illusion für euch. Damit die Parts länger gehen. Ich gehe nicht immer nur durch die erste Ebene und verkacke da einfach sofort. Deswegen sieht es so aus, als würde ich durch mehrere Ebenen gehen. Und eigentlich gibt es auch keine unterschiedlichen Höhen. Mache ich einfach mit meinem Aufnahmeprogramm. Da schneide ich mir es dann einfach so zusammen. Das aussieht, als würde ich immer durch eine andere Höhe gehen. Habe ich schon seit dem ersten Part gemacht, ja. Ich bin immer nur durch die erste Ebene gekommen. Und habe dann halt eine neue Höhe dahin geschrieben, dass es aussieht, als wäre ich gut. Aber leider war es nicht so. Es war alles nur Täuschung. Wäre echt komisch, wenn es Leute gäbe, die das machen. Ach egal, da hätten wir eh nicht durchkommen können. Wäre aber auch irgendwie lustig, wenn Leute sowas machen würden. Wäre echt ätzend, wenn es Blankino... Oh, obwohl, nein! Wäre echt geil, wenn es Blankino auf 4 Ebenen bestehen würde. Hätte ich nicht so viele Probleme. Wop. Da ist ja ein Typ, der sich wahrscheinlich ultra cool findet. Nein, 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 du killst mich nicht. Boah, diese Kugeln halten aber auch immer so ewig. Ach ja, ich kann mich mal daran erinnern, ich glaube, das war auch in einer Aufnahme, ich weiß nicht genau. Da hatte ich auch das Scepter und da hat einfach ein Stein das kaputt gemacht. Weiß nicht, könnte vielleicht auch nur ein Test gewesen sein. Ich weiß es nicht so genau. Könnte eigentlich alles Mögliche gewesen sein. Ich bin nicht so der Typ, der sich an alles erinnert. Außer wenn ich natürlich gegen Olmec mal gewinne, dann erinnere ich mich da ziemlich wahrscheinlich dran. Weil sowas vergesse ich nie wieder. Ich habe einfach dann gegen Olmec gewonnen. Der geht mir so auf die Nerven. Bitte Kugel, lass mich einfach in Ruhe. Danke. Das bedeutet mir sehr viel. Gong. Und wer auf den Höhlenmensch. So sieht's. Oh nein, 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 nein. Ich glaube, die Kugeln wollen mich nicht leben sehen. Die wollen einfach nur, dass ich tot bin. Okay, dann probiere ich jetzt mal was aus. Beim Zepter stand ja in der Beschreibung, es entscheidet über Leben und Tod. Ich bringe mich mal kurz um. Ich musste nicht mal irgendwas machen. Ich bin einfach runtergesprungen und sterbe instant. Da seht ihr mal, wie die Ebene mich hasst. Also ich muss jetzt mal was versuchen. Denn beim Zepter in der Beschreibung steht ja, du entscheidest über Leben und Tod und ich bin wieder tot. Weil ich hätte nicht nach rechts gehen können, da hat mich der Stein instant weggeschnetzelt. Und ja, links war auch wieder Anubis. Also die Ebene finde ich ein bisschen unfair. Es gibt hier viel zu oft die Situation, dass man einfach nicht überleben kann. So. Ich will mal gucken, ob man mit dem Zepter den Geist killen kann. Und das war dumm. Oh ey, ihr seid so anstrengend, ihr Ebene. Lasst mir aber auch gar nichts frei. Die hassen mich einfach. Das Spiel hasst mich. Die haben das programmiert, um mich zum Ausrasten zu bringen. Dabei bin ich ja noch nicht richtig ausgerastet. Ich reg mich bloß die ganze Zeit auf. Kannst du bitte runterspringen? Danke. So. Jetzt verreck aber auch. Und tot. Tot, 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 tot. So, und jetzt noch Anubis killen. Da müssen wir hier mal ein bisschen in der Ebene warten. Okay, das hat nicht getroffen. Das ist ja jetzt nicht so schlimm, wir müssen bloß mit der Zeit treffen. Okay, das hat auch nicht getroffen. Okay, das hat mich fast umgebracht. So, jetzt müssen wir Anubis irgendwie hier rüber bekommen. Irgendwie, keine Ahnung wie, irgendwie. Komm Anubis, komm hier rüber. Sei ein feines Anubis, komm. Komm, komm her. Komm. Ja, fein. Das hat bloß noch irgendwie ein bisschen nach unten gehen. Okay, er scheint... Oh, jetzt hat er mich wieder gesehen. Er kommt nach unten. Er kommt nach unten. Ja, fein, Anubis. Ganz brav machst du das. Ja, ganz brav. Okay, die Kugel dürfte mich vielleicht killen. Los, stirb einfach, Anubis. Stirb einfach, stirb einfach. Bitte killt mich nicht. Ich grab mich auch in die Wand rein. Sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Wie so ein Zombie. Aber es ist ja nur ein grüner Ninja, kein Zombie. So, jetzt warten wir einfach mal auf den Geist. Mal sehen, was der vom Zepter hält. Wahrscheinlich nicht viel und der wird uns da killen, aber wir können einfach mal warten. Dass wir wenigstens überhaupt was in dem Part herausfinden.
Damit ich wenigstens einen Titel für den Part habe. Den Geist kann man töten? Fragezeichen oder irgendwie sowas. Das ist eigentlich immer ganz praktisch. Irgendwas muss in einem Part passieren, sonst kann man da nicht so gut einen Titel finden. Wenn ich jetzt 10 Parts mit dem Titel habe, fails. Fails, fails. Dann guckt es ja auch keiner mehr. Macht mittlerweile sowieso niemand mehr, aber ist doch egal. Ich will jetzt auch noch Spelunky zu Ende spielen. Ich habe das Spiel ja nicht umsonst gekauft. Ich hätte aber nicht erwartet, dass es mich so zum Aufregen bringt. Ey, wie lange braucht denn dieser Geist? Welche Altkeit über den Rücken. Und von wo kommt er? Von da. Okay, das ist nicht so, wie ich es erwartet habe. So, mal gucken. Okay, nein, er ist nicht wirklich überrascht davon. Hätte mich jetzt auch irgendwie gewundert. Aber ich weiß, dass man ihn irgendwie killen kann. Ich muss mal gucken, wie. Einfach, um euch das zu zeigen. Weil das muss schon ziemlich cool sein. Das da passt doch nicht. Es passiert nichts. Ach ja, ach ja, ach ja. Der Mobbing-Spruch 100.000 Mal. Oh, verdammt. Ich wollte doch springen, aber nein. Warum müsst ihr mir immer so eine Scheiße in den Weg legen? Immer irgendwas, was man nicht überleben kann. Und die Bomben brauche ich nun mal. Die könnte ich verschwenden, dann würde ich überleben. Aber dann habe ich beim Endgegner nicht mehr viel auszurichten. Obwohl, nee, gerade eben hatte ich ja gar keine Bomben mehr. Cool, die haben Anu ist einfach in mich reingeschleudert. Und das ist mein Tod. Das war wieder mal mein Tod. Jetzt verstehe ich nicht. Warum starten die Leute irgendwie dreimal das gleiche Spiel? Die sollen es mal spielen, wenn die es anfangen zu spielen. Nicht wieder schließen und nochmal neu starten und wieder schließen und nochmal neu starten und wieder schließen und nochmal neu starten. Das finde ich nicht so sinnvoll. Dieser kleine verdreckte Skorpion! Schubst er mich einfach in die Lava rein. Also ehrlich, ich weiß nicht. Ich glaube, man kann durch die Ebene nicht, gar nicht durchraschen. Man kann durch die einfach nicht durchwaschen. Man wird immer durch irgendwas gekillt. Es ist nun mal so, egal wie gut man Spelunky ist. Wenn man hier nichts hat, hat man einfach keine Chance zu überleben. Ihr kleinen, dummen Skorpione. Danach muss ich mich erstmal abreagieren mit irgendwas anderem. Einfach kein Kommentar. Versuch's jetzt einfach so lange, bis ich nochmal bei Olmec bin. Dann ist schicki. Für den Part. Das ist einfach schicki. Da habe ich keine Lust mehr. Auf diesen Mist. Sowas zum Beispiel. Ich will irgendeinen Pro kennen. Der sagt, er ist der Pro. Irgendwie sowas. So, ja, ich bin der beste Spelunky-Spieler aller Zeiten. Okay, darauf habe ich jetzt nicht geachtet. Und der hat mich eh gekillt. Der da durchgekommen wäre, ohne zu sterben. Ich meine, diese Ebene ist nun mal scheiße. Da kann man nichts gegen sagen. Der ist vielleicht langsam unachtsam. So. Wir machen es einfach so, wenn ich es jetzt nicht schaffe. Schneide ich einfach so lange raus, bis ich da bei Anubis bin. So, ich habe es nicht geschafft. Also. Wir sehen uns jetzt gleich, wenn ich irgendwann wieder zu Anubis geschafft. Nee, nicht Anubis. Zolmec geschafft habe. Und dann. Würde ich sagen, bis gleich. Erstmal. Ciao. So, und da sind wir auch schon wieder. Ey, ist das eine anstrengende. Knorke, bis die Dingsbums. Das habe ich alles nur so gesagt, weil ich nicht das böse Wort mit Code erwähnen wollte. Obwohl ich jetzt beinahe gerade gesagt, aber ist doch egal. Ich habe wieder 7 Bomben, was ziemlich nützlich ist. Ich versuche einfach so viel zu erreichen, wie es geht. Wird sich wahrscheinlich nicht auf so viel beziehen, aber naja. Bong. Und der fällt da rein und wird wahrscheinlich durch Bombe in die Luft gejagt. Yep. Habe ich eigentlich so erwartet. Und nochmal Dong. Loch reinspringen. Hier auch nochmal. Dann da einen Seil hoch. Den wir selber hochklettern können. Und
da auch nochmal, einfach zur Sicherheit. Dann holen wir uns die mal her. Den fetten Goldi. Springt uns jetzt schon an. Oh ja, das tut er. Das könnte gefährlich werden. Aber ich werde alles dafür tun, nicht zurückzuschrecken. Okay, ich kann nichts tun. Das ist immer ein bisschen doof. Die Bombentaktik bringt was, aber naja, auch nicht wirklich viel. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt aufgenommen habe. Könnte ich um eine halbe Stunde handeln oder so. Wisst ihr, was ich mache? Im nächsten Part mache ich einfach nur Runden, wo ich bei Olmec bin. Bis ich gegen diesen hässlichen Goldklon da gewinne. Geht's ja wohl nicht an, dass der mich hier so malträtiert. Eine Spitzhacke wäre gut, damit könnte man so ein bisschen da unten so Schutzlöcher in den Boden reinbauen. Wäre vielleicht ganz praktisch. Aber naja, leider, ich habe so lange das Spiel, wo Wünsche nicht wahr werden. Das wird so auch immer bleiben, wa? Spiel ich ja dann wirklich über Amnesia, da raste ich nicht, wenigstens nicht so aus. Also richtig ausrasten tue ich ja nicht, ich reg mich bloß halt ziemlich auf. Was ich nicht so toll finde. War alles schon mal besser ins Belanke, aber nein, wird immer schlimmer. Solange das mutiert Belanke dann zu so einem Rage-Game, bei dem ich nicht mehr aufhören kann, mich aufzuregen. Aber naja, ich spiele dann einfach nachher Minecraft. Das ist was Gutes, weil wenn man Spelunky spielt, kriegt man so richtig Lust auf Minecraft, weil Minecraft ist so richtig beruhigend. Da macht man nicht viel. Das ist so richtig schön. Uiuiui. Jump in one hier. Pow. Dong. Kriegen wir gebürtig. Uff, Mulli. Oh, uiuiui. Schnell hochspringen. Und ich habe die Runde jetzt eigentlich auch mehr aus Versehen angefangen. Wir spielen wir jetzt aber auch noch schnell zu Ende, weil es sieht gar nicht so schlecht aus. Also nicht so schlecht wie sonst. Da ist der Ausgang. Okay, das heißt, wir können auch mal gegen Olmec antreten. Noch ein letztes Mal. Dann reicht es erstmal für heute. Haben wir uns genug aufgeregt. So richtig kann ich aber auch, habe ich jetzt nicht wirklich einen Plan, was ich bei dem machen soll. Der geht mir irgendwie nur auf die Nerven. Weiter macht der Endgegner hier nichts. Gucken, können wir so vielleicht mehr Blöcke sprengen? Nein. Dong. Und bitte geh einfach in die Luft, danke. Das fand ich sehr nett von dir. Das ist die letzte Bombe. Wupp. Schon ist wieder vorbei mit den Bomben. So, dann sollten wir mal Olmec holen. War einfach Olmec herholen. Komm her, Dickerchen. Ich warte schon auf dich. Die ganze Zeit. Warte ich auf den dicken Olmec. Wie es aussieht, braucht der sogar 5 Platz. Und wir sollten uns bald beeilen, auf die andere Seite zu kommen. Dong. Oh. Nein! Nein! Ah, verdammt. Okay. Ich bin einfach in der Wand stecken geblieben. Ich hab ihn umgebracht. Ja! Doch leider zu spät. Bisschen. Okay, es war schon ein ganz guter Versuch, muss man sagen. Und jetzt habe ich auch so ein bisschen mehr über den Kampf allgemein herausgefunden. Ich würde jetzt gerne so ein bisschen im Bild gucken, was da noch für eine Tür ist. Aber egal. Ich würde sagen, im nächsten Part nehme ich mal so nur die Sachen. Oder zeige ich euch halt nur, wie ich gegen Olmec kämpfe. Ich glaube nicht, dass ihr jetzt immer noch sehen wollt, wie ich durch die Tempelebene faile. Aber ich würde sagen, das war's für diesen Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Finde ich auch nicht schlimm. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Warum fange ich eine neue Runde an? Das macht keinen Sinn. Ich vergesse dann auch das Video zu beenden. Ciao.